Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening. Wir schlagen uns immer noch durch den Dungeon, mehr oder weniger erfolgreich. Was sagst du dazu? Ich bin gerade angepisst. Er ist gerade angepisst. Weshalb bist du angepisst? Für alle, die neu dazugeschaltet haben, damit die wissen, was Sache ist. Ja, also ich bin angepisst. Weil ich einfach gerade das Rätsel von der Eule nicht verstehe. Erstmal die langeohrigen Dinger. Also, was ich finde, was die Fledermäuse sind für mich. Und dann die Skelettritter. Das waren die Knochenritter. Und wo ich denke, das sind eben die Skelette. Deswegen haben wir alles gerade gemacht. Aber wir haben trotzdem nichts gefunden. Wir haben einfach alle Fledermäuse umgebracht, aber es gab dann keine Skelette, also wahrscheinlich war es dann doch nicht das. Dann wissen wir eben nicht, wie wir weitermachen. Und das heißt jetzt herauszufinden. Fuck! Schau mal, was passiert, wenn man immer die Knöpfe vertauscht. Dann hat man kein Problemchen. Dann ist man dezent angepisst. Und ist halt am Arsch, ne? Genau, das Rätsel war genau hier bei der Eule. Erst die langohrige Kreatur, die für mich natürlich Fledermäuse sind. Zuletzt den Schädelritter. Es war Schädelritter. Das für mich eigentlich nur ein Dichter sein kann. Komm her. Und dann irgendwas gibt es dann auch noch zu... mit diesen Dingern da, so Kraft, irgendwas. Ja, irgendwas so mit Kraft. Weiß nicht, vielleicht brauche ich auch die Schaufel. Vielleicht. Buddeln wir. Jetzt buddel. Da haben wir wenigstens ein Juwel. Wird vielleicht nicht ausreichen. Noch ein Juwel. Das, wir können eh nicht schaufeln. Das nützt nichts. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat sie jemand schon gemacht. Wie heißt denn das Ding? Keine Ahnung. Das ist so AIDS. Ja, ein Playthrough. Irgendwo eben. So, wenn man auf der Karte wieder mal schaut, dann sieht man ja das da. Aber da gibt es gar keinen Zugang. Da kann man ja gar nicht dahin. So. Wo ich eigentlich auch schon relativ angepisst bin, deswegen. Bist du, das ist hier, ist das auf? Ja, nee. Boah, das dauert, das rauszusuchen. Nee, das ist nicht da. Und ich erinnere auch noch, dass wir irgendwas mit dem Hundefutter hatten.
Wir hatten irgendjemand, der Hundefutter wollte. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Vielleicht sollten wir das ist mal das schauen. Ist das hier ungefähr? Ist auch nicht das. Hattest du das schon? Das hatte ich noch nicht, ne. Das auch noch nichts. Ich glaube, dann zauben wir jetzt einfach erst uns so noch ein bisschen um und bis zum nächsten Part finden wir es dann einfach mal heraus. Einfach krass, wie der Ketten und mehr oder weniger alles mitnimmt, was ihn da irgendwie in die Quere kommt, ne? Ja. Das ist ganz uff, das ist heftig. Uff! Uff, ganz genau, das ist es. Ab und alles weg. Irgendjemand wollte Hundefutter. Keine Ahnung, wer das nochmal war, aber. Der hat gesagt, ja, ich sammle so Hundefutter, keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht war das irgendwo da oben. Nee, es war nicht Boris. Der gute alte Boris. Hier ist es interessant, die Sache auszubuddeln. Wenn du etwas Zeit hast, komme ich mal in meiner Hütte dort besuchen. Jetzt wollen wir doch mal rein in die Hütte von Boris, oder? Moment. Der Arme hat einen Kettenhund bei sich zu Hause. Geh mal kurz rein, bitte, in die Hütte. Ja, war ich doch. Nein, du kannst. Gut, das ist gut. Nein, das finde ich scheiße. Weil du da gut bist und ich nicht. Genau, das finde ich auch. Dann macht nichts. Ist, als ob du mich gerade alle rüberhauen wolltest. Das kommt doch sehr, gut rüber. Finde ich auch. Ja! Wenigstens ein viertes Herzteil. Uff, und ich habe ein fünften Herz. Krass. Jetzt hier immer krasser voran mit deinen Herzen hier, ey. Ja. Das ist gut. Das war dumm. Vielleicht was irgendwo so was im Friedhof. Friedhof ist immer alles langweilig. Keine Ahnung, so irgendwo wollte jemand. Das aber nicht mehr wo. Bin dezent angepisst. Das Kondom. Ja, das ist immer wieder als hier, glaube ich, das wird ein Insider. Im Let's Play. Vielleicht war es hier im Zauberwald irgendwo. Was war das denn? Keine Ahnung, das war irgend sowas. Hat mir gesagt, ja. Also ich sammle Dosenfutter. Das war irgend sowas, ja. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Auf einmal kommen jetzt 1000 Mücken, fliegen, ne? Sag ich doch, die fliegen mehr. Ja, ist wie gesagt, ich tu da erst was dagegen bis zum nächsten Mal. Du! Jetzt geht's wieder los mit den Beleidigungen. Jetzt geht's ich immer wieder beleidigen, los. Ich doch nicht. Nein, schon mal nicht. Einfach doch in der Stadt da. Irgendwo gab es doch was. Mann, du Kettenhund, auch du verpisst dich mir jetzt mal.
ich finde den Soundtrack immer noch so nice von dir. Da gibt es auf einmal Pfeil und Bogen. Hey, give me that. Du brauchst 900 Rubine. Ich würde sagen, da müssen wir noch ein paar Rubine sammeln gehen. Komm, lass mal farmen. Jawohl. Ich kein Bock jetzt zu farmen, echt jetzt. Hm? Kein Bock zu farmen. Ja, die wirst du noch einsammeln bis dahin. Irgendwann so. Das wäre cool, so immer so Pfeil und Bogen für immer zu haben. Ja, das wäre so cool. Wärst du ja dann unter Umständen auch, ne? Ich denke bestimmt, dass die länger existieren werden. Lass mal ein bisschen Money machen. Money! Ich will Money. Ja, noch ein Spiel. Noch eins, wäre mal erst spielsüchtig hier. Ja, und dann noch 10 Rubinen mehr. Das heißt, wir haben 50 Rubinen gewonnen. Boah, Mathe. Uff, krass, Alter. Krass. Nein, verpiss dich. Wenn du Lust auf ein Spielchen hast. Ich finde es komisch, wenn er immer so seine Beine so ausbreitet. Ist das der Boris? Ja, das ist Boris. Wunderbar. Mann, ich fette mich Boris ja auch. Ah ja. Die Oma, die immer fegt. Was? Die hat echt nichts anderes zu tun, als vor auf dem Gras zu fegen. Ja, das ist normal. Das machen doch Omas immer. Die sitzen immer da und tun das Nein, Gras meine fegen. Oma, nee. Deine Oma nicht Gras fegen? Nee. Nee. Was nicht? Nein. Hast du voll die krasse Oma? Du warst der Rosenfutter wollte. Gib mir doch wenigstens etwas dafür, was krasses. Schmatz, schmatz, rülps, er rülpst auch. Was soll ich mit Bananen machen? Ein guter Tausch, steht er da? Die wollen immer alles tauschen. Aber was soll ich jetzt mit Bananen machen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wirklich, wie der Hund immer alles frisst. Das ist so gut. Probier mal, vielleicht kannst du den Affen, die da die Kokosnuss vom Baum werfen, denen die Bananen geben. Warum sollte er Bananen holen? Ich weiß nicht, aber wozu sonst sollst du Bananen bekommen? I mean, ich weiß es nicht. Schau mal, der Typ, der will eh ran. Der wird einfach gefressen vom Kettenhund. So geht's natürlich auch. Dann will der vielleicht doch keine Bananen. Naja. Okay, also, böser Hund!
Ja, wo ein Hund eine Triebe hauen, so gehört sich das. Böser Hund. Böser Hund. Was ich komisch finde, ist, dass man da so nicht hochspringen kann. Das finde ich ein bisschen schade bei dem Spiel. Mei, dafür gibt's da Treppe, ne? Treppe. 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 Also. Ja, wir sehen. Wir haben ja das Fazit. Alles. Wir haben ein bisschen was freigeschaltet, ne? Haben wir Boris Hütte. So wird der Part auch genannt hier bei der Welt. Da war mir krass, wie lange drin der Hütte. Aber die Karte sieht doch ein sehr schöner Ausschluss aus. Ja, wir sehen. Wir haben viel geschafft. Und wie es weitergeht, das in der nächsten Part. Haut's rein. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Bye.